Und ich kann auch nicht hinterhergehen. Okay, das finde ich ein bisschen komisch. Ich dachte, die sei in der anderen Welt gewesen. Hast du das Käferschwein schon getötet? Ich risse eigentlich kein frisches Fleisch. Okay. Muss ich jetzt echt umbringen? Oh mein Gott. Ernsthaft. Tut mir sehr leid, Käferschwein. Ich wünschte, ich hätte dich nicht getötet. Wow, du bist nicht meine Katze. Oh, kleine Dame. Du hast mich vor schlimmen Dingen bewahrt. Gut für dich, aber ich wollte jemand anderen finden. Ich nehme an, du bist enttäuscht. Wen suchst du? Meine Katze, meine süße Katze, Mr. Midnight. Oh, kleine Dame, ich mag Katzen nicht sehr, weißt du? Eine schwarze Katze mit sehr großen gelben Augen wollte mich fangen. Wirklich? Du scheinst oft in Schwierigkeiten zu geraten. Warte, vielleicht ist es ja meine Katze. Oh, meine Dame, wenn es ist, steckt er jetzt in Schwierigkeiten. Warum? Was ist passiert? Ich zeige es dir. Folge mir bitte. Es ist nicht weit von hier. Okay, aber erst reden wir noch mit dem Ameisling. Das Käferschwein ist jetzt tot. Danke. Jetzt essen wir. Ich kann nicht. Nur damit du es weißt, im Käferschwein war keine Katze, nur eine Ratte. Eine Ratte? Oh, tut mir so leid. Meine Augen sind sehr alt, weißt du? Ich habe auch Herzprobleme. Einen schlimmen Rücken. Außerdem leide ich an Narkolepsie und manchmal... Okay. Gute Nacht, Herr Ameise. Entschuldigung, Käferschwein. Du bist jetzt tot, also hörst du mich nicht. Oh, ein kleiner Vogel. Hier sind wir. Jemand nahm ihn mit, sie verschwanden einfach. Oh mein Gott, könntest du etwas genauer sein? Ich wünschte, ich könnte. Es sah so aus, als würden sie vom Erdboden verschluckt. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, sag einfach Bescheid. Ich bin hier. Danke. Mhm. Ach, ich kann das... Jetzt... Ah, sehr schön. Und jetzt... Oh, hi. Ratte? Wer hat dir das angetan? War es mein Kätzchen? Okay, also die Zaubertür benutzen wir damit. Das ist echt komisch. Meine eigene Tür ist abgeschlossen. Ah. Ernsthaft, ich brauche einen Scheißschlüssel. Ah, geh auf. Warum bist du zu? Ich hab dich erschaffen. Aber ich habe doch gar keinen Schlüssel. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Negativ. Okay, ich frag mal die Ratte. Entschuldigung. Ach so, hast du einen Kamm gestohlen? Oh, der Kamm. Der glänzende, schöne Kamm. Stimmt, die haben den Schlüssel. Gib ihn mir sofort her. Oh, das war... Na gut. Aber kannst du vorher mein Haar kämmen? Na klar. Ja, ich kann dir dein Haar kämmen. Ah. Ist das süß. Danke, meine Dame. Du bist sehr nett. So, jetzt müssen wir nämlich die Gespenster noch befreien. Und dann haben wir nämlich auch den Schlüssel zu der Tür, die wir uns selbst erschaffen haben. Es wundert mich, dass ich so schnell vorwärts komme. Ich meine, ich habe mal vor einem Jahr, fast, es müsste jetzt fast ein Jahr gewesen sein, ein halbes Let's Play gesehen, aber das ist wirklich schon ewig her. Und ich kann mich an fast nichts erinnern. Hier ist ein wunderschöner Kamm. Oh, wie glücklich die sind. Das ist schön. Ach du, Fran, der Mensch, du hast es endlich geschafft. Hoffentlich öffnet der Schlüssel die richtige Tür. Jetzt fliegen wir nach Süden. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ah, wie schön.
Oh, wunderschön. Tschüss, leuchtende Wesen. Gute Reise. Ich weiß gar nicht, ob ich Fran Stimme, also ob ich die noch gut hinkriege, aber ich mache das jetzt einfach so. So. Ach, das Käferschwein ist jetzt auch weg. Und die der Ameise auch. Ach, jedes Mal erschrecke ich mich. Ist der Ameise jetzt zu Hause? Ach. Ach, ich bin ja noch im... Ja, verstehe. Vergessen. So, benutzen mit Tür. Es hat geklappt, juhu! Und jetzt kann ich da reingehen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Was für eine seltsame kleine Tür. Ich frage mich, wohin sie führt. Mr. Midnight, bist du da? Doppelte Persönlichkeit. Oh. Oh mein Gott, wo bin ich? Hä? Was ist das? Ein Hut? Mr. Midnight? Oh nein, ein Kopf. Kätzchen? Warte mal, das ist nicht meine Katze. Was für ein seltsamer Hut. Wie auch immer, ich muss meine Katze finden. Ich hoffe, du bist hier. Willkommen zu Hause, Kätzchen. Hoffentlich gefällt dir dein neues Bett. Sei nett und friss dein Futter. In Liebe, Clara und Mia. Da lege ich mich nicht rein. Sollte lieber versuchen, hier rauszukommen. Natürlich mit meinem Kätzchen, nicht alleine. Ein Kopf von einem Menschen, glaube ich. Totenköpfe sehen immer so glücklich aus. Vielleicht haben sie noch nicht gemerkt, dass sie tot sind. Wer weiß. Oh, ich mache das Fenster zu, damit der kalte Wind draußen bleibt. Ich mache das Fenster auf, damit der kalte Wind reinkommt. Ein Kocher zum Kochen. Meine Mama hat mir gezeigt, wie das geht. Streichhölzer anzünden mag ich aber nicht. Es fühlt sich immer so an, als könnte ich mein Gesicht verbrennen. Sehr schlau, Fran. Das ist wirklich gut. Oh, da haben wir alles Mögliche. Lecker Keks in allen Farben und Geschmacksrichtungen. König Leos Backpulver, damit man die größten damit macht. Ja. Kiefernzapfen. Ich habe Angst, ihn anzufassen. Ja, bei mir muss ich niesen, aber das fühlt sich lustig an. Honigbär, du schmeckst himmlisch. Spachtel klingt wie Schachtel mit einem Spar. Oh, ein Messer. Schön. Ein scharfes, glänzendes Messer könnte doch nützlich sein. Oh, es ist echt anstrengend, das alles vorzulesen. Okay, gut. Mr. Midnight? Diese Mädchen, sie haben ein Kätzchen genommen. Ich will ja nicht egoistisch sein, aber das ist mein Kätzchen. Aber ich mag ihre blauen Kleider. Feuerholz, um den Kamin warm zu halten. Okay. Ich setze mich nicht hin. Bohnen mag ich nicht so gerne. Oh. Oh, es ging auf. Und was ist das da drin? Hii. Was für ein komisches kleines Ding. Sieht aus wie ein Samen. Ich frage mich, wer der Champignon ist. Hä? Riecht wie das Gras, das wir im Garten hatten. Tasche riecht komisch, die fasse ich nicht an. Knoblauch gibt es keine Vampire. Ich glaube, sonst kann ich hier gar nichts mitnehmen. Oh, ein tanzender Teddybär. Er hat keine Schuhe. Aber er hat eine Krawatte. Das macht Teddy glücklich. Okay, kann ich das Fenster aufmachen? Das Fenster ist abgeschlossen. Toll. Streichhölzer. Okay, also jetzt habe ich lauter Zeug, ne? Streichhölzer. Um Licht zu machen. Sie riechen nicht, es müssen Plastikblumen sein.
dann gehen wir mal raus hier. Was sind das für Fleischbilder an der Wand gewesen? Boah, geil. Kuchen. Lecker. Ihre Gesichter kommen mir bekannt vor. Ich bin nicht sicher. Die sehen aus wie die beiden in der Zelle. Das war eine seltsame Frau. Ich mag die blaue Rose. Ich habe noch nie eine Rose im Meer gesehen. Bestimmt eine alte Geschichte. Vielleicht gab der Mond ihr die Rose, weil er sie liebt. So ein kleines Haus am Ende der Welt. Ein Strandspaziergang würde nicht lange dauern. Scheinbar lebt hier jemand. Sie haben einen Kamin. Dieser Kuchen sieht verdammt lecker aus. Mit Karamellsoße drüber. Lecker und wunderschön. Zucker in vielen Farben. Oh, geil. Ich hab Hunger. Kuchen. Schokoladenkuchen, mein Lieblingskuchen. Soll ich? Vielleicht nur ein bisschen. Lecker. Aha. Was ist hier? Ist das ein fliegendes Schwein? Jetzt verstehe ich, was der Hirsch im Krankenhaus wollte. Oh, der Hirsch wollte seinen Kopf nicht repariert haben. Er wollte, dass sein Kopf an der Wand bleibt. Ich Dummerchen. Ja, du Dummerchen. Oh. Alter, was? Oh mein Gott, der Geruch. Armes Mädchen, wer hat dir das angetan und warum? Ich muss vorsichtig sein und mein Kätzchen und mich beschützen. Oh mein Gott. Viele kleine Gemälde und da ist eine Katze. Beide sind neugierig, beide töten Mäuse. So viele, dass mir ganz schwindelig wird. Oh, eine Schreibmaschine, sie funktioniert. Oh, ein Plattenspieler. Ich frage mich, ob er funktioniert. Da. Voll cool. Funktioniert. Okay. Und wo geht's dahin? Die Stufen enden an einer Wand. Was? Vielleicht war das meine Tür und jetzt ist sie verschwunden. Okay. Ein Monster, das Ziegen mag. Ziege sieht wütend aus. Ich glaube, er ist kitzlig oder genervt. Die Schublade ging auf. Mal sehen, was drin ist. Schwarze Kerzen, um die Dunkelheit zu beleuchten. Die Schwestern, sie sehen sich so ähnlich. Oh, guck mal. Eine gemalte rote Rose. Was ist das denn für ein Zimmer? Ein Spiegel. Aber warum ist mein Spiegelbild nicht da? Hallo? Der Spiegel tut nicht, was er soll. Bäh, das ist das Monster. Und so viel Blut. Dann bin ich wohl nicht die Einzige, die ihn sehen kann. Hält er da einen Kopf? Ich muss vorsichtig sein. Überall weiße Kerzen. Überall weiße Kerzen. Okay. Das sieht wie ein sehr altes Gemälde aus. Eine Mami, die zwei Babys hält. Ich frage mich. Okay. Ich frage mich. Ich glaube, eines Tages finde ich es heraus. Puppen sind wie leere Menschen. Ich frage mich, was das soll mit den Puppenköpfen und den Rosen. Was ist das hier? Das sieht aus wie das, was diese eine anhatte, also diese durchsichtige Frau. Schön, sehr mädchenhaft. Ich glaube, ich werde sehr mädchenhaft, wenn ich groß bin. Das Parfüm riecht wie Teenager. Parfüm aus Teenagern. Diese Spielzeuge sind so hässlich. Ich hoffe, das haben sie nicht gehört. Ich will nicht, dass sie mich fangen und töten. Wer denn? Hallo, Puppe. Wer hat dich denn gefangen? Ich hoffe, mir passiert so etwas nie. Ich glaube, wenn ich clever genug bin, wird das auch nicht passieren. Wir haben jetzt noch niemanden getroffen. Kann ich daran ziehen? Oh! Ich hatte erwartet, dass es nicht geht. Eine Leiter.
fasse nichts an, bevor ich sehen kann, was es ist. Ah. Was war das? Und warum? Ich mag mein Kleid, aber dies ist auch schön. Die Spielzeuge sind auf dem Dachboden. Nee, die Spielzeuge auf dem Dachboden sind immer so gruselig. Eine hübsche Puppe. Ich mag ihren Haarschnitt. Warum sitzt du hier? Es gibt doch so viele Puppen zum Spielen. Oh mein Gott. Oh, schauen wir mal. Die Schwestern. Sie haben die gleiche Jacke wie ich im Krankenhaus. Aber wie? Aber wenn es Schwestern sind, warum sind sie so alt? Hä, auch Schwestern können alt sein. Füchschen, oh nein. Ich wünschte, ich könnte dich da rausholen. Was haben die für ein Problem, armes kleines Füchschen? Ich hoffe, eines Tages finde ich einen lebenden Fuchs zum Reden. Ich hoffe auch. Skorpione machen mich nervös. Wie nicht? Oh mein Gott. Das ist mega widerlich. Oh, hallo, kleine Babys. Was hat euch zusammengenäht? Sieht so aus, als ob es weh tut. Nicht weinen, ja? Es sollte lächeln und nett sein. Zeit zum Schlafen. Oh mein Gott, das war krank und furchtbar. Eine Hasenpuppe. Wartest du auf Ostern? Legst du Eier oder klaust du sie von einem Huhn? Und wie werden die Eier zu Schokoladeneiern? Er legt die schon als Schokoeier. Mr. Midnight, bist du hier, Kätzchen? Miau. Du bist es. Oh mein Gott, mein geliebter Freund, ich habe dich gefunden. Fran, bist du es wirklich? Oh Mann, endlich. Ich bin es. Komm näher, bitte lass mich dich ansehen. Ah, Katze. Oh Fran, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich habe dich sehr vermisst, von dir geträumt. Und hier bist du. Danke, dass du mich aufgegeben hast. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Mr. Midnight. Und ich habe dich wirklich vermisst. Oh, liebe Fran, wie hast du diesen Ort gefunden? Als diese Leute dich in den Wald fortgeschleppt haben, habe ich versucht, ihnen zu folgen. Aber ich habe mich verlaufen. Meine Sinne waren zu schwach, um dich zu finden. Ich habe versucht, etwas Futter zu fangen, um mich zu holen, aber etwas ist passiert. Jemand nahm mich und steckte mich in diesen Käfig. Oh, mein Liebling, ich werde den Käfig öffnen. Wir müssen zu Tante Grace. Fran, ich bin sehr müde. Ich wünschte, alles wäre nur ein schlimmer Traum. Alles wird gut. Wir müssen nur hier raus. Fran, kann ich dich etwas fragen? Klar, Mr. Midnight, was ist los? Hast du meine Präsenz in deinen Träumen gespürt? Ja. Ja, habe ich. Du hast gesagt, ich soll die Medizin nehmen und dich finden. Welche Medizin, Fran? Ich habe nicht wirklich mit dir gesprochen. Ich glaube, jemand hilft uns zusammenzufinden. Ah. Jedes Mal, wenn ich von dir träume, fühle ich die Präsenz von etwas anderem. Wirklich? Was für eine Präsenz? Ich würde sagen, es war nicht menschlich, aber es war sehr friedlich und nett. Nun, was auch immer es ist gut und es führt uns zusammen. Fran, hast du das gehört? Hast du? Oh, ich schau mal. Ich versuche, den Schlüssel zu finden und dich zu befreien. Ich liebe dich. Okay. Ah, oh, mein Kätzchen. Okay. Oh. Oh, ihr habt mich erschreckt. Ich dachte, hier lebt niemand. Da bist du ja. Wir haben auf dich gewartet. Wo ist dein Kopf? Mein Kopf? Mein Kopf ist genau da, wo er hingehört. Du, der Schatz aus dem anderen, aus der anderen Welt. Wer würde uns schon glauben? Was? Ich bin sehr verwirrt. Wovon redet ihr? Fran Bow, so heißt du doch, oder? Und deine Mutter und dein Vater starben tragisch. Sehr brutal, richtig? Und jetzt willst du unbedingt wissen, wer sie getötet hat. Richtig? Langsam. Woher wisst ihr das alles? Wir wissen es einfach. Wir sind Teil dieser Welt. Aber sei nicht traurig. Jenen passieren schlimme Dinge ständig. Ich wünschte, ich wäre jetzt zu Hause bei Mami und Papi. Verschwende deine Wünsche nicht. Lösungen und Antworten. Suche nach Lösungen und Antworten. Das sollte ich tun, aber Mami und Papi kommen nie zurück. Trink etwas Tee mit uns, iss etwas Kuchen, dann fühlst du dich gleich besser.